Also Luca hat richtige Pizzafüße, der hat safe passen 50. Schon gut, der Kleine. Guck mal, hast du Lack gesoffen? 13. Herzlich willkommen, Borussia-Fans. Wir sind zurück heute mit einem neuen Video und es geht um EAFC, denn wir haben wieder eine der spannendsten Phasen, denn die Ratings sind da und wir wollen uns heute mal ein paar Ratings anschauen, aber nicht von der kompletten Mannschaft, sondern die Ratings von den Jungs. Ich habe richtig Bock, Jungs, geil, dass ihr dabei seid und ich habe gerade schon mal rangefragt, aber FIFA war eigentlich schon ein Thema bei euch, ja? Ja, schon. Wir spielen ab und zu. Ja. Wir haben ja den Raum bei uns mit einer Playstation. Wir hatten jetzt, glaube ich, gestern ein sehr intensives Duell, nur 2 gegen 2. Da waren Haki und ich schon klar überlegen. Wie ist es ausgegangen, aber? Luca und Jule, wir haben schon hoch gewonnen, die 3 Spiele. Ach so. Deswegen. Aber müssen wir auch mal so bringen, vielleicht, mal so ein Spiel. Ja, also dich habe ich schon immer eingeladen für den E-Sport-Room. Ja. Robin, Luca, ihr seid auch immer eingeladen, wenn ihr mal eine Runde ölen wollt. Ja. Und ansonsten, ja, wir nehmen heute nicht die Ratings von allen aus dem Team, sondern wir kümmern uns heute um eure Ratings. Habt ihr die von letzten Jahr noch im Kopf? Ja. Ja? Ja. So ungefähr? Ja, also das Gesamtrating. So die einzelnen weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber das Gesamtrating schon. Okay, aber die neuen wisst ihr natürlich noch nicht. Nee. Umso besser, denn folgendes, wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und haben euch eure Karten natürlich mitgebracht, aber in erster Linie erstmal ohne Stats, denn wir wollen heute folgendes machen. Ihr bekommt jetzt gleich jeweils die Karte von dem anderen und dann liegt es an euch, mal zu zeigen, wie ihr eure Teammitglieder kennt und mal ja, die Werte so ein bisschen einzutragen. Natürlich auch Gesamtrating, das heißt immer, ihr werdet in Teams arbeiten, also wir können gerne mal anfangen. Robin, hast du Bock? Ja, klar. Machen wir dich als erstes? Können wir machen, ja. Luca? Frisur 99. Aber du hast mit Tempo, ne? Tempo, boah. Also du bist schon langsam, gell? Nein, ich würde 85 sagen. 85? Boah, ist schon 85? Schon viel. Dürfen wir wissen, ob wir eine Silberkarte haben oder gar nichts? Nee, das ist stimmt, wirklich? Ist Bronze. Du weißt denn, ist das schon, nee, ich dachte, das ist einfach, okay. Nee, das sind tatsächlich die Karten, okay. Das Einzige, was noch fehlen, also okay. Wird dann für dich auch gleich eine Überraschung noch sein, okay. Ja, vielleicht okay, hast gut, du mitbekommen. Ja, okay. Und ja, Pace, 85, links außen, Robin eigentlich. Ja, doch, LL, aber ja, ich glaube schon, da lass 83 sagen. Für eine Silberkarte. Ja, aber es gibt manche, die haben echt jetzt viel Pace. Jetzt nichts mit Robin und so, aber du weißt ja, FIFA bewertet komisch. Ihr kennt den Robin, ihr seht ihn jeden Tag im Training. Okay, ich würde realistisch sagen, so. Irgendwas so 77, 78, aber nur ja, 83. Okay. Willst du 83 sagen? Ja, lass 79 sagen. Wir 79? Einigen. Sagen 79, okay. Ja. Das ist respektlos. 79, Alter, krank. Ich hätte 85 gesagt. Wir gehen von 85 auf 79. Ich hätte 85 gesagt. Luca, aber er hat gesagt, nur realistisch. FIFA, muss mal FIFA bewerten. Luca hat gesagt, er ölt, er kennt sich aus, also 79. Ja. Okay. Aber Schuss gehe ich hoch, Digga, sag ich dir ehrlich. Nein, nicht bei so einer Silberkarte, nein. Glaub mir, das ist. LM ist eh nie der Schuss so hoch. Nee, also ich rede von der FIFA-Karte. Ich würde sagen 72. Wir müssen ja auf den Gesamtwert kommen. Wir können ja nicht alles über 80 machen. Hat ja eine 80er-Karte am Ende. Ja, okay. 72? Also es gibt ja diese Grenzen, ne, wo dann die Silberkarten in Goldkarten wandern. Aber, ja. 72. Okay, machen wir 72. Nee, im echten Leben hätte ich im Tempo 89 gegeben und Schuss so 81, 82. Ja. Aber das ist ja nicht realistisch. Dann hast du ja am Ende eine Goldkarte. Und dann was ist jetzt noch? Passen. Mach mal LM, obwohl LM hat immer auch eigentlich einen guten Wert, ne? Ein 70er? Realistisch? Ich würde schon sagen 70, ja. Ja, aber du musst ja schon am Ende auf den Durchschnittswert kommen, ne? Aber Rocco passen, Digga, mies 50. Also Luca hat richtige Pizzafüße, der hat safe passen 50. Dribbling, also da würde ich, halt, würd ich jetzt schon sagen, das ist eigentlich 80er. Schon wahrscheinlich echt gut so, ne? Ja. 80? Ja, mach mal 80er. Mach mal 82. Das ist schon viel, ja. Ja, aber der ist ja bei Defense und Defense ist dann eher weniger wahrscheinlich gewertet. Ich packe ihn in mein Team. Defense 46. 35. Echt so wenig? Machen wir eine 38. Machen wir eine 38? Machen wir eine 38. Machen wir eine 38. Also echt ist er schon eigentlich Physis. Schon gut bei dir. Ja. Aber im Spiel nehmen die Safety so. Ja, aber was hast du bei 8? Sagen wir 55? 55 schon. Ist schon gut eigentlich für Außenspieler, oder? Ist schon viel. Ist schon viel, Alter. Nee? Also jetzt, wenn schon man jetzt auf FIFA geht, ist schon dann lass 65 machen. Oh, das ist aber auch viel. 63. Ich dachte gerade wieder runter, ja? 63. Ich bin echt gespannt. Okay. Zeig mal jetzt die Karte. So, jetzt gucken wir uns die Karte nochmal an. FIFA Ratings bin ich zufrieden. Und jetzt natürlich am Ende natürlich jetzt noch ganz wichtig, ein was fehlt noch, ja, das Gesamtrating. Ab wann ist Goldkarte? Ab welches Rating? Also Goldkarte dürfte ab 75 sein, ja.
Ja, dann muss ich. Auf jeden Fall selten. Silber selten. Also Silber selten, dann 74. Ja, ich weiß nicht, ob EA auch manchmal die. Die gibt es auch Silber? Ich glaube. Nee. Nein, nein, 73. Ich hätte jetzt auch 73 gesagt. 74. Ja. Drüber. Und du sagst 70, hatte ich letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass es 4 hochgegangen ist. Aber ich glaube 73 ist noch Rare-Karte, ne? Deswegen, das geht schon, ne? Ja, ja, ja. Also Robin sagt ja selber, ich hab mir vorhin nochmal angeguckt, die Ratings von letztem Jahr. Ja, 70er Rating, 70er wie Non-Rare. Non-Rare letztes Jahr. Ah, okay, du warst, ja. Okay. Jetzt auf jeden Fall Rare. Nach der Saison, die er abgeliefert hat. Mhm. Mit dem Wechsel zur Borussia dann. Vielleicht ein bisschen ein kleines Upgrade. Ja, also 73er Silber. Ist gut, glaube ich. Seltene Silberkarte. Und dann würde ich sagen, packen wir den Robin erstmal zur Seite. Vielleicht platzieren wir die so beim Robin mit. Und machen mit dem nächsten weiter. Und Rocco, du weißt vielleicht noch letztes Jahr, es war eine 64er Bronzekarte. Ja. Rocco hat das Upgrade bekommen, also ist auf jeden Fall schon mal eine Silberkarte. Ja. Kann ich mich endlich spielen, ne? Okay, also oder ich muss leider sagen, Tempo ist auch realistisch, echt, ist Quatsch. Heißt 70er? 70er oder 70er 4? Wie werden wir bei dir? 70er hast du, glaube ich. Nein, 70. Machen 65er. 65? Wir gehen jetzt, warte, bevor wir gehen sagst. Wir gehen FIFA. Ja, ja, alles klar. Wir gehen FIFA. Ja, dann machen wir 66. Nein, ich höre Gott. Glaubst du mal an. Also, was sagen wir bei Tempo? Sagen wir 69, okay? Ja, okay. 69. Realistisch, wir gehen realistisch. Ich glaube, Schuss ist genauso wie bei mir richtig kacke. Ja, ich glaube, ich würde auch, auch Schuss. So 62 oder 60 gesagt oder so, die haben safe nicht hochgemacht. Oder Schuss bei mir? Ich glaube, bei mir 45 oder so. Aber ist dann echt auch so. Machst du 60er. Pizza-Fiese? Ja, 60er, 60, ja. 60, okay. Pass muss hoch sein, ne? Pass ich so. Was sagen wir? 74. 74? Nein, 74. Ich bin echt gespannt. Tripling. Ja, Dribbling. Seinen zwei linken Füßen. Ich glaube, Dribbling haben die bei dir wieder gespart, ja. Ja, mit meinen zwei linken Füßen mache ich keinen Sinn. Nein. Ah, Dribbling, was soll man Dribbling? Weißt du, was der letzte Jahr hatte? Ah, Dribbling als ZM eigentlich schon wichtig, ne? Ja, also so Ballkontrolle fällt da drunter und so, oder? Vielleicht so trotzdem zwei Sterne Skills und so, aber. Nein, fünf. Fünf? Nein, mach, ich würde auch so 70er Richtung gehen. Warte mal, ich und Rombi dann entscheiden, ne? Okay. Ich will nur einen Tipp geben. Warte mal. Was willst du machen? Nein, aber das fällt da nur Ballkontrolle drunter und so, ne? 50, 70. Du musst halt immer das auch noch Silberkarte. Eine 7 müssen wir ein bisschen jetzt höher gehen. Eine 70. Okay. Ja. Okay. Jetzt haben wir Defensive. Schon gut. Ich hoffe, die sehen das auch. Nee, ich glaube nicht. Wie engagiert doch, nach dem Bayern-Spiel. Ja, ist auch so abfangen und sowas, ne? Das ist ja jetzt auch mit drin. Ich würde auch mal ein bisschen abweichen. Also ich sag ehrlich, höher gehen, weil realistisch. Macht das schon gut. Defensive, da würde ich sagen 85. Realistisch. Ey, halt auf. Also so, also realistisch. Ja, gib mal einen 82er oder 83. Also ich glaube, das ist also absolut realistisch, dass weil man so 80er Werte auch als Silberkarte so hat. Ne? Also es gibt es ja trotzdem also, schon. So, weil nicht nur nach dem Bayern-Spiel, aber auch so im Training. Schon gut, der Kleine. So, und jetzt Physis. Finde ich auch ganz Physis gut. Physis bis auch oben, aber ich glaube nicht so viel wie bei dir. Physis ist ja auch so Stamina, so Ausdauer und so. Du hast gegen Bayern 90 Minuten gepaced. Ja. Warst überall. Der 75. Wie viel hast du abgespult? 13, glaube ich. 13? Ja, 12,9. Schreib auf. 12,9? Was laberst du? 12,9. 12,9? Ja, Judo und ich in 12,9 gelaufen. Ich hatte in Belgien auch schon ein Spiel mit 13,8. Guck mal, hast du Lack gesagt? Mit 13. 12,9. Ja. Geistkrank. Da waren wir einmal weniger. Ja, okay, dann 80. Ja, würde ich auch sagen. Ja, super. Ich glaube, es ist auch sowas wie Aggressivität mit drin. So. So Aggressivität 92, ja. Alter. Ja, und jetzt natürlich ganz wichtig, wir wissen, dass Rocco auf jeden Fall schon ein Upgrade bekommen hat. Ab wann kriegt man dann so eine Silberkarte? Also die Silberkarten bekommt man ab 65. Ab 65 schon, aber ich glaube schon über 70. Also ich glaube 70 oder 69, 69 oder 70. Ich würde eher sogar 71 sagen, aber okay, dann nehmen wir 70. Was würdest du sagen? 71 sogar. Dann noch 70, trifft sich in der Mitte. Dann machen wir 70. 70? Alter, das wäre schon, also das wäre schon ein Upgrade von 7, Alter. Ja, aber glaube ich wird eng, aber. Ja, also. Also Jamie Vardy hat ein Downgrade von 7 gekriegt. Guck mal, Bro. Vertrauen, ja. Also es ist möglich. Ja. Von 64 auf 70. Aber ist schon möglich. Aber ich glaube, wird so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie so runter ist. Ja. Wir haben jetzt Robin, wir haben jetzt Rocco und es fehlt natürlich jetzt noch einer. Luca. Ich glaube, Luca, du brennst so krass, oder? Ja. Ist das ein Non? Also ist das Silber Rare oder ein Non? Das ist auch eine Rare-Karte. Letztes Jahr hatte ich 73,
aber auch keine Rare. Doch, ich glaube schon. Na, ich glaube, du hast letztes Jahr eine Rare. Nein, Bruder, ich hatte mich noch ganz auf der Bank, Digga. Okay, das ist wieder Wahnsinn. Davon brauchen wir einen Clip. Ja. Okay, Jungs. Robin, Rocco. Hast gesagt, was sagt ihr eigentlich zu euren Bildern? Das ist immer so ein echt so ein Thema. Also, ich bin 1, 2, 3, weil das ist die Haare. Ich schwöre, viel besser als jetzt. Nein, also ich bin echt zufrieden. Der hat hier eine Lücke im Bart gelassen, aber das ist gar nichts. Dieser sagt so gut, er war im Sonnenstudio. Robins Bild habe ich als erstes gesehen und ich dachte, Alter, das ist schon clean. Alter. Ich muss sagen, zeig doch mal am besten in die Kamera. Da sind drei Filter. Also, Robins Bild ist schon sick. Aber ich muss sagen, zu mir, dass im letzten Jahr habe ich deutlich einen Sprung nach oben gemacht. Ich habe echt das Gefühl, Rocco, halt mal die Karte in die Kamera. Ich habe echt das Gefühl, du hast einfach die same Impression, seit du in FIFA hast. Ja, aber halt, da kann man ja trotzdem unterschiedliche Bilder nehmen. Er hat auch dieselbe Frisur seit Jahren, ne? Ja, Mann. Ja, meine Haare machen halt viel wett, ne? Das ist ja schon eine Haarpracht, muss man sagen. Ach, guck mal hier, diese 3 Kilo Bild. Das ist so komisch auch. Diese. Okay. Also, Tempo, Luca. Er braucht schon ein bisschen, wenn er ins Rollen kommt. Wenn er mal losläuft. Ich hätte auch so gedacht, so Robin, du bist LM, Luca LV. Ich meine, so mal überlaufen und so. Ihr kennt es wahrscheinlich beide. 78er. Den jeweils anderen ganz gut, oder? Ja, 78er würde ich sagen, weil ich glaube, es wird ähnlich sein. Ja, glaube ich auch. Ich muss sagen, ich hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte ich irgendwie voll viel bei Tempo. Ich hatte mal 86 oder so. Über 80 PS. Okay, dann machen wir Tempo. Wir machen 76. Ich glaube, oder 79. Ja, lass 79 sagen. Ja, 79. Ihr müsst jetzt denken, ihr seid. Weil ich glaube, wir sind bei dir zu niedrig. Ja, Schuss ist mir. Schuss ist unten. Ja. Pass ist gut. Ich auch so. 72? Okay, ja. 73. Ich gehe schon hier so ein bisschen. Ich glaube, also 75 kann es nicht sein. Deswegen ich würde auch 73, 74 sagen, 74. So wie du. Ja. Dribbling. Du hast letztes Jahr 74. Ich glaube, es ist gleich geblieben. Ich glaube, Dribbling ist. Finde ich richtig gut so, aber ich glaube, hier haben die dem nur 69 gegeben. Ich würde auch weniger sagen. Weniger? Also. Ja, okay. Sollen wir dann. Ich würde so mit 65 gehen. Okay. Der wird halt wichtig. Jetzt kommen ja eigentlich die wichtigsten Werte für dich, ne? Ich würde 78 und 72 sagen. So haben die, glaube ich, bewertet. Letztes Jahr. Nein, oder meinst du? Dieses Jahr. Aber die haben das jetzt, die haben das doch immer von letzter Saison genommen, nach letzter Saison bewertet, oder? Ich würde hier, glaube ich, mehr geben wie hier. Echt? Fühlst du es mehr, sagst du? Ich sag, oder wir machen, lass beide 76 sagen. Lass beide 76 sagen, machen wir gleich. Dann machen wir hier. Weil es eigentlich nicht so viel zu bewerten nach letztem Jahr. So, weil gleich ist nie realistisch. Gesamtwertung 73, oder? 74. 74. Also wäre auch ein Upgrade, ne? Du hast letztes Jahr eine 73. Ah, okay. Ja. Gut zu wissen, dann safe 74. Okay. Ja, so. So, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht wegen deinem Tor, vielleicht wegen deinem Tor hast du 1 plus bekommen. Bei Schuss kann aber. Sein, ja. Bei Schuss drin. Und wegen Torjubel. Jeder, was sagt ihr selber so, wie euch die Jungs bewertet haben von den Karten her jetzt? Ich finde es eigentlich ganz gut. Also vor allem im Vergleich zum letzten Jahr. Ich denke, dass die Werte zu hoch sein werden am Ende. Aber sonst ist er sehr sympathisch. Also wenn es die Karte jetzt letztendlich wäre nicht so schlimm, oder? So würde ich die direkt nehmen. Willst du nehmen? Die Karte so? Ja, schon genommen. Ja, oder? Also für die Silberkarte ist in Ordnung. Ich sag, wir haben dir viel zu wenig Tempo gegeben. Das ist das Einzige, was ich verbessern würde. Aber sonst denke ich schon, dass wir. Ich hätte mir ein bisschen mehr Schuss gegeben. Ja, glaube ich auch. Jetzt kommst du raus, ein bisschen mehr Pace, oder? Also von 86 Pace, so. Nee, niemals. Also ich wusste nicht. Also ich glaube, ich hätte so eine 82 oder eine 83. Ja, gut, egal. Ich sag, du hast mehr als 86. Pace? Ja. Bist du verrückt? Doch. Niemals. Doch. Mit wem fangen wir an? Niemals. Mit wem fangen wir an? Haki anfangen. Dann fangen wir mit dem Jüngsten an. Fangen wir mit dem Jüngsten okay, an. Okay, ich versuche das jetzt hier so lange wie möglich geheim zu halten. So, 74 habt ihr Gesamtrating gegeben. Ich würde sagen, wir decken jetzt einfach auf, oder? Wir decken einfach auf. Ja, deck auf, deck auf. Und dann. Das ist er. Boah, Tempo. Boah, Tempo richtig. Schuss. Ich wollte es nicht sagen, aber so. Ja, ich hab gesagt, Schuss. Pass haben wir auch. Dribbling auch, ja. Potty, ja. Ja, okay. Und Dribbling hatte ich jetzt gar nicht so viel gedacht, ja. Ja, aber ich dachte, die werden so schlecht. Ein Wert über 73. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Tempo. Und dann. Ja, ich finde es ein bisschen zu wenig. Ich finde es schon ein bisschen respektlos. Aber muss auch mal so denken, sag ich mal. Ich glaube, die bewerten auch so, sag ich mal,
er macht ja wahrscheinlich mehr Tore als ich. So. Ja, genau. Deswegen. Ja, also ich glaube, da gibt es schon so Muster. So. Weißt du, dass bei dir ist Pace wichtig. Ja, Pace ist bei dir wichtig, Dribbling ist bei dir auch wichtig. Schuss, deswegen machen die da schlechter. Also die, aber ist okay. Schon ist okay. Ich nehme so. Die ist für dich, Mann. Habob, danke. Aber das Lächeln trennt sich. Aber wer immerhin, ja? Machen wir weiter mit Robin, oder? Ja. Mit Robin? Ja. Ich bin aufs Tempo gespannt. Ich bin auf Schuss gespannt, ja, sag ich ehrlich. So, lass noch mal gucken. 73 hat er gegeben. 72. 81, ja. Thomas! Ja. Also ich muss sagen, wenn der Schuss höher wäre, dann wäre das ein Spieler, den man spielen könnte. Ey, ohne Scheiß, mit dem Tempo und dem und Dribbling, dem Dribbling drauf, hast du eigentlich... Hunter drauf, fertig. Also Schuss hätte ich ein bisschen mehr gerne, ja. Aber sonst finde ich in Ordnung. Ja, finde ich jetzt aber auch. Mit 33 kannst du auch einfach streichen. Ja, brauchst du nicht. Brauchen einfach, einfach null, ist ja egal. Wie. Mach einfach. Also ich denke, 70 ist viel zu hoch, wenn ich die Karten so sehe. Und Defense und Physis auch. Bin mal gespannt. Ich hoffe, jetzt gibt es keine Tränen, Alter. Nee, ich habe mich schon darauf eingestellt. Nee, also du musst ja so sehen, du hast ja, Bronze. Ich weiß, ja, natürlich. Du hast jetzt das Upgrade bekommen. Ja, ja, aber ist doch was Positives. Es ist eine 65er. Das finde ich aber also defensiv ist ein bisschen defensiv. Das ist der Sprung. Tempo gehe ich ja, mit, okay, aber defensiv ist echt. Also du hast progressiv in den letzten beiden Jahren minus 6 Pace abgebaut. Das ist frisch. Das ist so, das gibt mir echt so Chris Kramer. Ich glaub, wenn ich jetzt also einmal ich sprint einfach nur noch, ist mir egal. Nein, also die letzten zwei Werte, muss man auch ehrlich sagen, die sind schon ich ein bisschen... Ich finde die letzten zwei Werte ein bisschen... Aber da bin ich zufrieden, dann dribbel ich ab jetzt. Ja, Dribbling ist ja gut, aber Dribbling und Pass ist auf deiner Position echt wichtig. Und ja, die Werte sind halt schon, die sind schon okay. Ist ja schon mal ein Schritt nach vorne im Vergleich zum letzten Jahr. Also außer Pace natürlich, was hast du, 64? Also ja. EA Sports, das war ein guter Anfang. Ein kleiner Jahr. Kann man nochmal reingehen, aber die ist natürlich noch für dich. Ja. Danke sehr. Ja, und dann haben wir es, Jungs. Das ist quasi, das sind eure Ratings für die kommende Saison. Ja. Ja? Also mein spiele ich nicht. Genau. Das war das Video, das war das Rating-Reveal von Luca Netz, Robin Hack und Rocco Reitz. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich einen Kommentar da. Welche Karte gefällt denn euch am besten? Ja, hättet ihr die selbstgemachten von den Jungs genommen oder die originalen? Und ja, dann lasst gerne einen Kommentar beim Borussia-Kanal da und natürlich ein Like und ein Abo. Und wenn ihr Bock habt, eine dieser Karten signiert mit nach Hause zu nehmen bzw. zu gewinnen, dann schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei. Bis dahin, das war es jetzt erstmal von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Thank you.